So, hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Heute nochmal etwas wackelig. Ich weiß, stört mich selber ein bisschen, aber meine Kleine schläft gerade und darum habe ich eben gerade Zeit, um ein Video zu machen. So, ich hatte ja das letzte Video von mir, war ja das Design-Team-Paket von monatskreativwerkstatt.de. Ich verlinke ihren Shop nochmal unten in der Infobox. Das habe ich beim letzten Video vergessen, hole ich aber noch nach. Und da habt ihr ja gesehen, dass ich die zwei Collection Kits gekauft hatte. Nee, beziehungsweise das eine gekauft hatte, das Halloween und das Herbst-Kit fürs Design-Team bekommen habe. Und das war ja das von Echo Park, das Fall in the Air. Und da war ja dieses 6x6 Papier bei, dieser Stickerbogen, dann diese Papiere und ja. Und dann waren noch bei diese Stempel und das Washi-Tape. So. Übrigens, die Kits könnt ihr kaufen bei Ramona. Sie wird die jetzt demnächst in den Shop stellen. Die werden dann 25 € kosten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus dem Papier ist echt eine Menge rauszuholen. Also, ich habe damit jetzt schon einiges gemacht. Also, ich habe alle Sachen fürs Design-Team fertig. Ich warte nur noch auf Post, weil mir ein Bindering fehlt. Auf jeden Fall kommen die Videos, die anderen zwei Videos jetzt die nächsten Tage oder noch ein Video. So, jetzt will ich euch aber erstmal was zeigen. So, ich habe eine Karte gebastelt. Und zwar diese hier. Ja, ich weiß, sehr schlicht für meine Verhältnisse, aber ja, ich fand es gerade so für den Herbst mal schön, wenn es eben schlicht ist. Und das ist jetzt mein erster Beitrag fürs Design-Team und ich habe gestempelt mit meinen Kois. Und ja, wie soll ich sagen? Ich wurde ja schon des Öfteren gefragt, wie ich mit den Kois stemple. Ich hatte das auch schon mal ansatzweise gezeigt, mache jetzt aber für diese Stempeltechnik nochmal ein separates Video. Das zeige ich euch gleich hinten dran. Und das sind die Kois, für alle, die jetzt nicht wissen, was das für Stifte sind. Die bekommt ihr unter anderem auch bei Ramona. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damit lässt sich echt wahnsinnig viel machen. Ja, ich liebe diese Stifte einfach. Die sind wirklich toll. Damit kann man Hintergründe machen, damit kann man stempeln, damit kann man super kolorieren. Also mittlerweile habe ich da echt den Dreh raus und ja, es funktioniert. Dieses Papier in dieser Holzoptik war in diesem Paperpad drinne. Und ja, wie ich jetzt diese Technik gemacht habe, zeige ich euch jetzt im Anschluss und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, mit O. Hier seht ihr denn jetzt nochmal das Stempelset, was ich verwendet habe. Ich benutze einmal Karteikartenpapier. Ich benutze eigentlich nur Karteikartenpapier. Ich habe keine Ahnung, warum ich das Aquarellpapier dazu liegen habe und euch das gezeigt habe. Wahrscheinlich, weil ich euch zeigen wollte, ja, wie das denn auf Aquarellpapier aussieht. Egal, gut. Der erste Fail in diesem Video. Das sind, wie gesagt, die Kois. Die habe ich ja einmal im Design-Team-Paket von Ramona bekommen. Und jetzt suche ich mir so ein paar herbstliche Farben, wenn man das so nennen kann. Und ihr seht ja, dass der Stempel an sich schon so ein bisschen rot eingefärbt ist. Ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil, wenn man die Technik anwendet. Aber ich finde das Ergebnis einfach echt schön und ja, es ist halt mal ein bisschen was anderes. Und ihr tragt dann. Oh Moment, meine Nase kitzelt. Entschuldigung. Ihr tragt dann ganz normal so ein bisschen Farbe, so wie ihr das halt auf dem Stempel haben wollt. Auf den Stempel auf und stempelt. Ganz einfach. Also das ist eigentlich keine große Kunst. Und das Ergebnis sieht dann halt so aus. Und ich finde das Ergebnis echt schön. Es ist mal was anderes. Es ist halt nicht nur so einfarbig. Und man kann damit echt schöne Effekte erzielen. Also mir gefällt das echt sehr. Ich zeige euch in dem Video auch noch, wie das mit anderen Farben halt wirkt. Ja, und finde das halt gerade für so Herbstblätter ist das eigentlich eine coole Sache. Ja, der einzige Nachteil ist, wie gesagt, wenn ihr das so macht, dass eben der Stempel einfärbt. Aber für Leute, die mit Archival Ink oder mit Stazon oder sonst irgendwas stempeln, die wissen ja, dass die Stempelkissen auch die Stempel einfärben. Die sind teilweise hinterher echt schwarz und.
Mich nervt das immer so ein bisschen, gerade wenn man so neue Stempel hat und dann sind die immer noch so schön und so durchsichtig und so, ach ja. Und dann geht man mit dem Stempelkissen drauf und stempelt und macht es hinterher sauber und denkt sich so, gut, toll. Sieht ja hübsch aus, ja. Ja, naja, aber es ist halt so, ne? Ich muss mal, ich habe jetzt letztens in irgendeiner Gruppe gelesen, ich glaube, das hatte Sascha gepostet. Hatte Sascha mal, glaube ich, als Kommentar geschrieben, dass es ein Stempelkissen, das ist irgendwie so ein Multi-Stempelkissen, damit kann man Aquarell und auch mit Alkoholmarkern kolorieren, wenn jemand weiß, wie das Stempelkissen heißt, weil ich weiß es nicht mehr. Also wenn jemand weiß von euch, wie das Stempelkissen heißt, dann mal bitte unten in die Kommentare. Das wäre echt cool, wenn ihr mir das mal sagen könnt. Ja, also jetzt wieder zurück zum Video. Also wie ihr da eben seht, das kann man eben wirklich verschieden machen und da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also lasst euch aus. Ich bin echt mal gespannt, ob das eventuell jemand von euch nachmacht. Das geht mit Sicherheit auch mit anderen Aquarellstiften. Einfach mal ausprobieren, einfach mal so ein bisschen mutig sein und mal so ein bisschen drauf losmalen. Ja, und das war es jetzt eigentlich schon. Das ist dann halt das Endergebnis. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, ich würde sagen, wir sehen uns, nee, hören uns im nächsten Video, was dann jetzt die Tage kommt. Also, ja, bis dann. Tschüss.